Aber auch wenn wir alle so aussehen, nur du warst am Ring tatsächlich am Wochenende. Nicht das ganze Wochenende, ja. Aber ja, ich habe mal ein bisschen Festivalluft geschnuppert. Das ist vollkommen richtig. Und wie roch sie? Ach, diesmal muss man sagen, recht staubig. Also entgegen dessen, was man halt sonst so von Rock am Ring kennt und liebt, war es doch eigentlich sehr gutes Wetter, bis auf den letzten Tag. Da kam dann der Guss runter und warst da war ich ja schon weg. Warst du denn einer von den 850, die da ins Gras beißen mussten und ins Krankenhaus eingeliefert wurden wegen Hitzeschlag und so weiter? Nein, das war ich 850 Mal. Immer wieder gekommen, aber ist gut. Lass mich, ich bin halt wieder. Steh auf, Männchen. Ja, hast du denn auch Band vielleicht sehen können? Wenig, Linus, denn es gibt natürlich sehr, sehr viele alternative Entertainment-Möglichkeiten, wenn man da so rumhoppelt und ein paar Leute kennt, die halt irgendwie... Warst du nur in der Eifel wandern dann, oder? Nein, hauptsächlich an Sponsorenständen. Ja, so Fallschirmspringen und Autoscooter. Ich bin tatsächlich, es gibt ja so einen Kräuterlikörhersteller, der hat eine Theke, die man halt am Kran hochzieht über das Festivalgelände. Das habe ich tatsächlich gemacht. Sogar zweimal, weil sie vergessen haben, uns loszuschnallen. Das ist technisch möglich heutzutage. Absolut, das ist sogar technisch möglich, da oben dann halt eins von diesen Kräuterschnäpsen und noch einen mit einem Energietrink, glaube ich, heißen die Dinger, vermischtes Zeug halt irgendwie zu saufen. Und wenn du halt dauernd damit beschäftigt bist, halt irgendwie hoch und runter zu gleiten und dabei Hochprozentiges zu saufen, dann kommen die Bands ein bisschen kurz. Aber ich glaube, es war gut. Was glaubst du denn war besonders gut? Ich habe zum Beispiel gesehen, wie Jay-Z eine sehr lässige und absolut superstarmäßige Show runtergezogen hat mit, und jetzt haltet euch fest, zwei Drummern auf der Bühne. Sowas kannte ich nur von Trail of Dead bis King jetzt. King Crimson. Okay, ja, es gibt da noch ein paar weitere, sagen wir mal, irgendwelche Beispiele, die aber eher so aus dem Prog- oder Indie-Bereich kommen oder halt Hardcore meinetwegen. Aber bei Jay-Z war ich dann schon irgendwie geplättet. Ja. Und es hat richtig Druck gemacht und vorher, bevor er auf die Bühne ging, halt Backstage alles abgesperrt und so weiter, voll Superstar-Alarm. Später Rage Against the Machine. Da war natürlich auch der ganze Ring am Toben. Ich habe versucht, halt irgendwie so ein Handy-Video zu machen. Wenn man das später Leuten vorspielt, haben die das Gefühl, man war in irgendeinem Stahlwerk oder irgendwas, wo Kreissägen halt in hundertfacher Reihe hintereinander geschaltet wurden. Also unfassbar, was das für ein Lärm ist. Und sogar die Polizei hat mitgemacht, hast du gesagt. Absolut. Rage Against the Machine. Genau, ich habe das also von leicht erhöhter Stelle halt sehen können. Und da war dann halt auch gerade so eine Polizeikohorte. Und lustigerweise, also alle mit Handys am Filmen und halt voll am Mitmachen. Die haben die Leute gefilmt sicherlich, ne? Überwachungskameras. Nein, die Bühne, während nämlich Zack de la Rocha spielte Killing in the Name auf. Das war eigentlich ein sehr schöner Moment, muss ich auch gleich feststellen. Und wenn man sich das Billing so anguckt, das sah ja aus wie ein Billing von 1996, weil ich glaube, 90% der Bands haben auch tatsächlich 1996 auf diesem Festival gespielt. Wie war das Publikum? War das auch noch? Oder also, ist das einfach mitgealtert? Oder waren dann tatsächlich auch viele junge Leute da, die dachten, geil, Rage Against the Machine, neue Band aus? Also ich bin sicher, da waren genügend Leute, die überhaupt keine Ahnung hatten, wer überhaupt spielt. Geschweige denn, wie das Festival heißt oder wie sie da hingekommen sind. Aber es gab natürlich auch die Leute, die halt irgendwie sagten, geil, ich war vor 15 Jahren hier und habe Rage Against the Machine gesehen und ich bin jetzt schon wieder hier. Und ich bin gar nicht gegangen. Aber es gab auch genügend Leute, wo man sagen kann, so, das ist halt irgendwie wie Abi-Festival oder halt irgendwie deren erstes Mal auf einem Festival und so. Mischt sich alles kreuz durch. Also überhaupt keine Frage. Das war ja wirklich eine sehr schöne Geschichte, Carsten. Nein, also auch vielen Dank. Das Tolle, bitteschön, da war ich doch immer wieder gerne und ich bin noch gar nicht fertig. Das Tolle am Rock am Ring sind ja eigentlich die Dimensionen, die Organisationsstrukturen und halt irgendwie, dass da das große Besteck aufgefahren wird. Das heißt, eröffnet wird mit Kiss, geschlossen wird mit Rammstein. Das bedeutet Pyro, Pyro, Pyro und verballern, was nur geht. Gut, Rammstein durfte man nicht live sehen im Netz, das haben sie unterbunden. Ach so, klar. Dachte generell nicht.
Nein, das haben die ich habe gehört, das würden sie jetzt zeitversetzt machen, nachdem sie das Ganze nochmal approved haben, das Material. Und was noch passiert ist, konnte man auch lesen, habe ich jetzt nicht live gesehen, leider. Muse sind mit irgendeinem riesen UFO aufgefahren, das dann die Sendefrequenz von MTV gestört hat. Das habe ich auch gelesen. Die haben, das UFO war so groß, dass es die Frequenzen gestört hat und der Slayer-Auftritt nachher nicht mehr live übertragen werden konnte auf MTV. Gibt es da jetzt Beef zwischen Slayer und Muse dann? Falls ja, habe ich, glaube ich, keinerlei Befürchtung, dass Muse das überleben.